Hallo Leute, willkommen zu einem Let's Play von Rome Total War. Ja, ich werde ein besonderes Let's Play darüber machen, weil ich das Spiel liebte, es immer noch liebe und es einfach euch zeigen muss, wie ich denn so am liebsten spiele und es auch besonders mache. Vor allem werden wir mal die Imperiale Kampagne natürlich machen. Das ist ja auch das Hauptgebiet. Und wir werden die Griechen nehmen. Die Griechen nehme ich, weil ich momentan durch das Let's Play von Welt, also Minecraft Let's Play auf dem Server, so Spartaner-Fan bin und das auch genommen habe dort. Und wir machen beides auf leicht einfach mal, weil ich schon ungefähr 8 Jahre nicht mehr gespielt habe. Und das lassen wir mal so. Ich möchte die Schlacht, also die Startrede immer hören, und Schlachtzeitlimit ist sowieso blöd, wenn man mal gefangen ist, kommt man nicht mehr aus der Schlacht. Und wir machen eine lange Kampagne. So, das Wichtigste ist einfach, dass ich schaue, dass ich auf Spartaner setze und nicht auf die anderen, die großen Hopliten, die sind sowieso langsam. Und schaue, dass ich auch viele Freundschaften Ding, ich will nicht alles sofort erobern. Das geht nicht, das will ich nicht. Ich möchte vor allem die Römer mal besiegen und einfach mal einkreisen oder so. Und ja, irgendwie geschichtlichen Hintergrund auch machen. Und dann können wir ein anderes, können wir zum Beispiel Barbarian Invasion mal machen und dann wieder Rom mit zum Beispiel den Ägyptern. Und ich wollte mal die Thrakier auch nehmen, weil die haben so coole, wie sagt man den, also Klingen, so Sensen. Thrakier können wir auch noch mal nehmen. Und vielleicht spielen wir dann auch noch einen Mod. Armenier können wir nehmen. Es gibt so viele, also ich bin richtig gespannt. Gut, starten wir mal. Also nicht so schön, weil es halt nicht hoch aufgelöst ist. Die Griechen können die Welt regieren. Alexander tat es. Er führte eine griechische Armee bis zum Indus. Er hat alles erobert. Die Welt gehörte ihm. Aber Alexander ist tot. Sein Reich zerfallen. Daher leben wir in schlechten Zeiten. Die freien Griechen haben sich gegeneinander aufgelehnt, statt gegen ihre Feinde. Diejenigen, die neidisch auf all das blicken, was Griechen erreicht haben. Alexander muss weinen. Falls die Toten weinen können. Ich würde an seiner Stelle weinen. Aber ich würde auch hoffen. Das Blatt wendet sich. Das, was war, kann sich wiederholen. Das Schicksal spinnt noch immer das Netz des Lebens. Und vielleicht wünschen die Götter eben jetzt, dass die Griechen emporsteigen. Vielleicht wird ein neuer Alexander zum Schwert greifen. Ordnung in das Chaos bringen. Die Welt in ungeahnter Herrlichkeit neu erschaffen. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Aber wir werden dafür sorgen. Ich bin ja guter Taktiker und so. Und wenn ihr Hilfe mir gebt, sicher auch. Also, ja, ich bin halt ein Spieler, der halt sehr viel Sachen macht, testet, und es kann in die Hose gehen, aber ja, wir schauen mal, hä? Auf jeden Fall möchte ich mich eigentlich mit den Mazedoniern immer im Krieg befinden und mit den Seleukiden immer im Frieden. Das ist mein Plan. Syrakus müssen wir eventuell aufgeben. Oder, ja, nein, nicht unbedingt. Wir tun uns mit Karthago bin ich im Frieden auch. Und ich schau mal, ob wir auch Krieg gegen die Ägypter aushalten. Mit den Barbaren muss ich schauen, aber eventuell werde ich immer Krieg haben mit denen. Also.
Wie geht er um Total War wieder? Das ist die schwierigste Frage nach so langen. Ich habe mal Rome Solution, irgend so etwas. Soloctium oder so, genau. Surrectium, glaube ich, ja. Let's Played. Ob das ist schon Ewigkeiten her, weil es auch nicht mehr so gut ging. Jetzt habe ich die Steam-Version eigentlich schon Ewigkeiten. Und, weiter geht es nicht, Herr. Ja. Also, was wichtig ist auch noch, wir werden die Generäle mal leveln. Vor allem hier den Kleones von Sparta, ja, der ist schon groß. Wir können übrigens die Gefolge austauschen, das kann man in Medieval 2 nicht mehr. Und auch in den späteren nicht mehr. Das ist nämlich gut. Also, wir machen Frieden sofort mit diesen. Sofort. Weiter geht es nicht. Cargado, Attack. Cardago, genau. Wir brauchen unbedingt einen Händler. Ich mache jetzt zuerst mal einen Schrein, hä? Einen guten Schrein. Hermes. Müssen wir mal zur Gebäudekartei schauen. Oh, wir können so viele Gebäude bauen, hä? Gleich viel wie Rom? Ich glaube nicht. Erfahrungsbonus. Das ist auch Handelsgüter. Zufrieden ist da, ja doch. Ja, dann nehmen wir das, hä? Was ist das? Nike. Pantheon. Das ist auch mit Handelsgüter. Ich kann euch noch sagen, dass ich die Zeit, die Runden extrem in die Höhe geschoben habe, damit wir einfach langsam alles machen können. Ja, es ist schwer halt auszuwählen. Hä? Wir müssen Nike nehmen. Bevölkerungswachstum brauchen wir nicht, so, sonst gibt es immer nur Schmutz. Nike. Wir machen hier mal auf hoch. Wir brauchen nämlich hier das Geld auch, wir brauchen das Geld hier, aber nicht die Bevölkerung brauchen wir nicht. Also, wir müssen eventuell hier, wir brauchen hier die Truppen. Wir machen hier ein Schiff, oder ist das teuer? Unterhalt, 100. Wir brauchen hier ein Schiff. Gut, hier werde ich mal die Truppen Ding, ich werde mal die bauen, verkaufen, also auflösen. Und mit denen mal vorwärts machen. Ich werde schauen. Werden wir mit dem hier. Ja. Wir werden mit dem hier. Dann gehen wir mit dem Trupp. Wir kommen da nicht weiter, wir sind wahrscheinlich im Krieg. Nein, neutral, aber... Genau, wir gehen mit dem Schiff hier hin, hä? Dann machen wir hier unbedingt eine Holzpalisade. Und... machen hier mal niedrig, damit wir Bevölkerung bekommen. Und wieso müssen wir die vorbilden? Nee. Also, hier werden wir mal angreifen. Wir werden auf niedrig stellen, wir werden eine Straße... ja, der Nicke-Schrein auch machen. Und ja, wir werden jetzt mal rausgehen. Und ja, hier hingehen. So. Sehr gut. Dann gehen wir mit dem hier hin. Und dann haben wir hier ein Dorf. Eine Kleinstadt sogar. Ja, es ist, glaube ich, nur Kleinstädte. Hier werden wir vor allem mal eine Straße bauen. Und auf niedrig machen. Und hier müssen wir, einen Diplomat haben wir, nichts machen. So, Rhodos ist eine unserer Festungen, die wir unbedingt brauchen.
Dafür müssen wir mal die Rodok-Steinschleuder. Und... ja, die versaust hier nur. Prima. Dann gehen wir hier nach Athen. Gehen oben hin. Und hier machen wir mal auf. Sehr hoch, ja. Machen wir auf neutral und Nike. Da unten haben wir noch nicht. Müssen wir noch holen. Haben wir sonst irgendwo noch einen? Nein. Sieht nicht so aus, hä? Haben wir keinen Möchel mehr? Ja, Möchel mehr, da hat man nie am Anfang. Erwarte eure Befehle. Unbedingt. Ja, mein Herr. Mit den Söllerkiten schon mal Krieg. Krieg machen, ja. Machen wir Krieg mit den Söllerkiten und rotten sie aus. Bevölkerungswachstum plus 7%. Heftigst. Mit dem gehen wir, mit dem Schiff gehen wir dann dahin, hä? Ich muss unbedingt Corinne aber einnehmen. Ah ja, wir haben ja Krieg, wir wollen ja Krieg mit denen, genau. Das hat ein Weltwunder und das gibt zum Beispiel hier. Steht noch nicht, hä? Es gibt Bonis. Irgendwas Gutes. Hier gibt es zum Beispiel... der Koloss steigert den Seehandel um 40%. Das ist sehr wichtig. Loyalität der Bevölkerung in aller Siedlung plus 4. Dann haben wir hier oben noch eine. 30% in allen Siedlungen. Religiösen Gebäudes, die Kosten. Ah, die Kosten, ja. Hier oben haben wir doch auch einen. Ist das andere Weltwunder, das hier ist? Oder ist nur... ah, da. Okay. Doch. Gebäudebauzeiten um 20%. Das hat keine Auswirkungen auf Gebäude, die in weniger als 5 Runden hergestellt werden. Unbedingt das auch einnehmen. Das ist schon wichtig. Dann haben wir hier die Pyramiden natürlich. Ah, das wäre gut. Dann können wir die Loyalität steigen, aber... die Ägypter hier hin oder irgendwo anders. Wahrscheinlich Richtung Rom setzen, damit die alle im Krieg sind. Also die Schiffe sinken wahrscheinlich nicht mehr. Und die Reichweite von Schiffen. Schon wichtig, hä? Ich glaube, ich tue... Ägypten angreifen, so schnell wie möglich. Also, dann haben wir die Runde. Ich speichere aber. Erste Runde ist immer wichtig. Speichern. Ja, danke. So. Das war mein Ersatzwecker, also der nach dem anderen Wecker ist. Es ist früh morgens. Okay, nicht mehr so früh morgens. Deshalb ging der los. Es ist nur mein Handy und ich benutze es eben nur als Wecker. Aber eigentlich wache ich immer zuerst auf als der Wecker. Der Wecker tut nur mich erinnern, dass ich wach bin. Gut. Ja, Handelsstoffe müssen wir noch kurz schauen. Haben wir recht gute Sachen. Also wir werden wahrscheinlich ein Handelsimperium. Das wird ja heftigst. Also, müssen wir weiter. Okay, die tun sich mal ein bisschen aufsplitten. Das ist natürlich die KI. Bei Rom ist richtig K.O. Da müssen wir runterstehen. Hier machen wir den Händler unbedingt. Rundenbericht. Okay. Fortschrittlichste Seite. Schön, dass wir die fortschrittliche Seite sind. Also, dann werden wir hier einen Hafen machen.
Der Händler haben wir noch nicht. Zuerst den Händler. Da werden wir die auch ausbilden. Eventuell muss ich doch einen Hopliten. Ja, ich habe genug Geld. Rhodos. In Rhodos möchte ich zuerst... Wie viel Schmutz hast du hier? Nicht so viel. Ja, okay. Straßen zuerst. Pergamum. Unbedingten Hafen, hä? Thermon. Ein Händler. Ja, okay. Straßen. Syrakus haben wir. Dann haben wir hier noch nichts mehr. Okay. Gut, die Bremse ist hier. Bereit! Setzt die Segel! Ja, ich brauche dich hier. Ich brauche so einen, dann nehme ich den hier. Die hier mit. Dann tue ich dich ja noch mehr runter. Okay. Bereit! Du gehst hier hin. Diese Schiffe können dort nicht hin. Ja, Kapitän. Ja. Okay, dann nein. Ja. So. Ja, gut. Wir haben hier noch... Vielleicht ein Ding herstellen. Da kann man ihn nicht, aber hier. So. Die hier hinsetzen. Ja, aussteigen. Sire! So ist. Ja, Strategos. Ich muss die zusammensetzen, dass die auch abhauen. Oh, ich hoffe nicht, das ist zu schwer. Eventuell wird das doch zu schwer. Ja, wir müssen ausbilden unbedingt. Ohne geht's nicht. Den zweiten ausbilden und hier. Hier haben wir ja gesagt. So. Und jetzt haben wir hier das Schiff wieder. Jetzt gehen wir wieder dorthin. Momentan geht es nicht weiter. Und... Bereit! Ja, ja. Was haben wir sonst noch? Hier haben wir... 100%. Oha. Schwer. Vor allem die Mauer. Eventuell lassen wir diese erobern oder so. Wir können aber auch Mazedonien den Krieg erklären. Wird halt sehr schwer. Das machen wir in der nächsten Runde hier. Die Truppen nach oben setzen. Ich möchte gerne noch... da den... Kann ich etwas Diplomaten. Tun? Sofort. Neutral. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Handelsrechte. Gut. Bündnis. Ja, genau. Aber wir werden das schon kriegen. Das kann ich nicht tun. Ja, ich hoffe, die haben das auch so flexibel gemacht, dass man doch auch Ding machen kann. Okay, da bekommen wir auch neue Truppen. Ja. Der da noch. Kann ich etwas tun? Ich werde sofort mit. Und zwar Handelsrechte. Ein Bündnis probieren. Ja. Bündnis angekündigt. Die Griechenstädte, das Seleukische Reich. Sehr schön. Ja, mein Herr. Wisst ihr was? Wir nehmen Kreta ein anstelle von Athen. Hä? Ist doch wichtig. Also dann gehen wir mit dem zu den Parzier. Wir können nicht weiter. Ich glaube es heißt Parzier, oder? Diplomatie.
Pontus. Pontus ist es. Okay, Pontus. Ja, ist ja Partia irgendwie. Ich keine Ahnung. Ja, Kreta können wir dann auch noch einnehmen, aber das gehört Griechenland. Ja, Griechenland. Ägypten. Unbedingt mit den Thrakier. Oder wir verbünden uns mit den Dazier. Ich glaube, Dazier sind es. Ja, ich muss alles nachschauen, weil das meiste nicht mehr so im Kopf liegt. Dakien, ja. Also Dakien, nicht Dazien, aber Thrakien. Ich glaube, die werden schon Krieg miteinander haben. Werden wir doch den Dakien. Ding, die Braunen sind so schön. Ja, Meister. Weiter geht es. Gut. Wir werden uns einfach mal mit römischen Armeen irgendwie gut verhalten, damit sie Karthago angreifen. Und ja, machen eine neue Runde. So. Die gehen nach Norden, sehr gut. Dann werden wir uns mal die Truppen hier hinstellen. Und da. Die doch mitnehmen. Und vielleicht hier, ja, okay, brauchen wir nicht. Also, Rundenbericht. Ja, minus 1443. Schon klar. Rhodos. In Rhodos machen wir jetzt eine Farm, hä? Schon wichtig. Hier werden wir mal auf niedrig stellen, weil das unser Kriegsplatz ist, also Kriegsherstellungsplatz ist. Und hier unbedingt das. Wir haben hier keinen Ding Diplomat. Gut. So. Wir wollen auch hier rein spionieren. Okay. Läuft gut bei deinen. Wir werden aber keinen Handelspakt machen. Okay. Schaffen wir das da? Ich werde mit dem Schiff hier hingehen. Momentan geht es nicht weiter. Und denen mal verhandeln. Ich werde sofort mit ihnen. Und zwar Region abtreten. Forderung Region abtreten. Ja. Wir können gar nichts machen, das ist noch nicht so fortgeschritten in diesem. Aber ich liebe es einfach, damit wir nicht zu abgelenkt ist. Es ist einfach gut, wenn so wenig los ist. In den Mods sind wir abgelenkt, in den Nachfolgen von Rome Total War sind wir abgelenkt. Und hier können wir schön uns konzentrieren auf den Scheiß, den wir machen. So richtig böse. Gut. Jo, ich hoffe es hat euch... Ja, okay, nein. Wir gehen und machen noch ein bisschen weiter. Ich habe jetzt erst auf die Uhr geschaut, deshalb... Ich dachte schon länger, also wir haben hier schon viel gemacht, oder? Ja, mein Herr. Und trotzdem ja, Meister. Ja, Meister. Ist die Zeit erst bei 24 Minuten. Wir könnten noch ein bisschen weitermachen. Noch eine Runde würde ja, vielleicht schwer werden. Ja, einfach eine Runde machen. Bitte Mazedonien, beschützt uns von den grünen Römern. Ja, Kapitän. Trenne mich von den Truppen. Ihr müsst reingehen. Befehle? Herr. Setzt die Segel. Oje, oje. Jetzt nicht weiter. Das Schiff ist bereit. Ja, Kapitän. Runter von den Booten. Wir könnten sie gleich mal angreifen, hä? Oh.
Die Siedlung wird belagert. Ja, Kreta-Bogenschützen. Ich glaube, das sind die stärksten Bogenschützen. 12. Ich glaube, in Barbaren-Animation gibt es dann bessere. Aber sonst ist das das Beste, was wir holen können. Die Römer haben bessere Verteidigte und wir haben die stärkeren, oder wie? Oder beide haben 12 und ich glaube, irgendwas ist besser. Irgendwas ist besser bei denen. Aber schaut mal, Langstreckenfernkampfwaffen, schon wichtig. Tunnelbau sogar noch. Ja, wir können sie noch nicht leisten. Das Schiff ist bereit. Mein Herr? Wir haben sogar eins schon. Okay. Ist nicht so gut. Deshalb ausbilden. Wir werden... Wir werden mal den Ding nehmen. Ich werde sofort mit Ihnen reden. Waffenstillstand. Ja, ja. Wieso greift ihr nicht Ding an, Karthago? Die haben wahrscheinlich einfach die KI nicht. Das wäre doch viel besser. Das Schiff ist bereit. Gut. Ja, wollen wir irgendwas anderes einnehmen? Das hier, hä? Da können wir nicht hin. So. Ja. Sparta. Bei Sparta möchte ich gerne einen Hafen machen, hä? Ja, ja. Ja, dann werde ich einfach noch einen ausbilden. In Pergamum möchte ich jetzt eine Palisade machen. Und in Syrakus möchte ich einen... Ich werde hier eine Kaserne machen. Hopliden. Milizhopliden. Ein Übungsplatz. Muss nur per Tasten. Ich werde... Eine Kanalisation. Nein. Ich kann hier nichts machen. Ein Nicke, schön. Ja, ja. Mach ich den Nickeschein hier. Schon wichtig, dass wir das haben. In Thermon haben wir noch einen Diplomat. Gut. Jetzt gehen wir mal zu den Seleukiden. Und tun hier... Jetzt sind alle im Krieg, stimmt mit mir. Schon nicht gut. Beziehungsweise gelb. Ja, grün ist nicht. Wir müssen den Spion ausbilden, deswegen gehe ich in jedes der Städte. Und hier haben wir den Diplomaten. Dann machen wir doch mit Makedonien. Nein, ich möchte es nicht. Wir werden jetzt mal zu den Grünen gehen und ja, sie haben das eingenommen. Das nur das Licht vom Spion. Das Schiff ist bereit. Das Schiff. Sind bereit. Dieses Schiff. Ja, wir müssen Halikarnassos einnehmen. Und... Ja gut, dann das nächste Mal. Dankeschön fürs Schauen und viel Spaß noch mit anderen Videos von mir. Ja, wir machen eben weiter nächstes Mal und was ich dann noch so plane, erzähle ich euch das nächste Mal. Tschüss.